Ja, schön, dass Sie im Moment Zeit haben, Professor Garnim. Ja. Ich wollte mit Ihnen gerne einen meiner Patienten besprechen, den ich seit 2016 betreue. Mhm. Der ist 76 Jahre alt und der hat eine Verengung der Aortenklappe, die jetzt aus meiner Sicht hochgradig ist und die ihm auch Beschwerden verursacht. Ob Sie sich mit mir vielleicht mal zusammen die Bilder anschauen würden? Ja, na klar. Die Zusammenarbeit mit den Niedergelassenen in Hamburg hat sich über Jahre entwickelt. In Heidelberg arbeite ich mit 4 Praxen zusammen. Diese bieten dort Herzkatheteruntersuchungen an, aber auch Schrittmacherimplantationen. Und in St. Georg haben wir tatsächlich auch mit Niedergelassenen zusammengearbeitet, die Klappeninterventionen mit uns gemeinsam durchgeführt haben, sodass die Patienten tatsächlich aus der Praxis kurz ins Krankenhaus wieder in die Praxis hineingegliedert werden konnten. Das ist eine ganz unkomplizierte Zusammenarbeit. Und wenn wir Patienten haben oder Fälle oder medizinische Probleme, dann setzen wir uns zusammen. Wir gucken uns die Bilder und die Unterlagen an, diskutieren den Fall und legen dann sozusagen gemeinsam, ich als niedergelassener Kardiologe und er als Klinikkardiologe, legen dann das weitere Vorgehen fest. Das Gute an dieser Beratung ist ja, dass zwei Perspektiven zusammenkommen. Das eine, die Perspektive des Niedergelassenen, ist ja die einer langjährigen Verlaufsbeobachtung der Erkrankung dieses Patienten. Er weiß genau, welche Beschwerden hat der Patient und wie hoch ist der Leidensdruck. Die andere Perspektive, die des interventionellen Kardiologen, der auch die Klappe implantieren soll, ist ja die der Machbarkeit. Ist diese durchführbar? Diese Klappenimplantation und kann der Patient davon auch tatsächlich profitieren. Und nur die Zusammenschau dieser beiden Perspektiven erlaubt die optimale Versorgung unserer Patienten. Unsere Patienten finden das alle sehr gut, weil sie eben ganz klar sagen, sie möchten, dass es in einer Hand bleibt. Sie sind sehr froh, wenn sich jemand darum kümmert. Und wenn ich dann sagen kann, ich weiß da jemanden sehr kompetenten, der dafür genau der richtige Mann ist, und wir kriegen dann auch noch einen schnellen Termin. Das ist das, was die Patienten wollen. Ja? Eine schnelle, gute Lösung. Und die können wir halt mit dieser Zusammenarbeit anbieten.